Hey Leute, Luck hier vom Stone Luck Fantasy Football Podcast. Die Off-Season hat begonnen und die Free Agency steht kurz vor der Tür. Grund genug für uns zu schauen, wer sind die Top 5 Running Backs am Markt und wohin sollten sie am besten gehen? Genau das haben wir uns angeschaut, immer mit der Hilfe von Martin Senfter. Außerdem ganz, ganz viel Off-Topic-Talk, nämlich wir Menschen sind scheinbar irgendwie am Mars gelandet. Wir reden über Eishockey und wir reden über die Ski-WM. Ja, so läuft das bei uns hier ab. Ihr kennt uns und wenn du uns nicht kennst, dann freuen wir uns, euch begrüßen zu dürfen. Solltet ihr uns supporten wollen, darüber würden wir uns sehr freuen, dann geht das ganz einfach, indem ihr uns einfach folgt auf allen Social-Media-Plattformen, Twitter, TikTok, Instagram etc. Einfach überall Stone Luck eingeben und followen. Und wenn ihr das auf YouTube schaut, am besten den Kanal abonnieren. Das hilft uns extrem. Und jetzt viel Spaß mit Stone Luck Fantasy Football Podcast. Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every touchdown from every game, it's time for the Stone Luck Fantasy Football Podcast, which means 1 hour of fantasy football podcasting start now. Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast 233. Luck, was geht? / Major Tom, was geht? Ja, Arsch, es ist, funktioniert aber irgendwie doch irgendwie alles sehr gut. Wir haben nämlich jetzt auch beschlossen, wir haben leider von der, gerade wie ich gesagt habe, alles funktioniert gut, ist leider wieder, danke Flo, Michael für den Follow, was auch immer das war, tut mir leid. Ich habe leider nur, ich wollte eigentlich eine andere Alertbox haben. Wurscht, Martin, wie geht's dir? Ja, gut, ich bin ja out of space. Damit habe ich mich aus Virol abgesondert. Wie geht's? Mir kann es jetzt nur noch gut gehen. Da, wo ich bin, gibt es keine Probleme. Es ist wunderschön. Der Sputnik aus Virol, directly yes. From Mars. Yes. Du hast mir Alertbox gezeigt und da hat. Ja, da hat alles besser funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Es ist passiert, nur das Ding ist einfach nur, da kann ich dann den Sound nicht abstellen. Ja, es funktioniert alles irgendwann und es funktioniert alles irgendwann noch nicht. Es ist halt, wie es ist, Stoney. Man kann sich da ändern. Wurscht. So. Trotzdem, alle, die sich die Mühe gemacht haben, an diesem Montagabend live einzuschalten, auf Facebook, auf YouTube und auf Twitch, herzlich willkommen. Wir haben uns vorgenommen, euch noch mehr zu involvieren in das Ganze und deswegen wollen wir auch im Real Life, das heißt, alle, die sich das im Nachhinein anschauen vor allem, dass auch der Chat sichtbar ist von allen drei Plattformen. Das haben wir jetzt hier immer drinnen. Ich glaube, das ist ein nettes Nice-to-Have für alle, die dabei sind und vor allem, die dann auch im Nachhinein drinnen sind. Das ist einmal das eine. Ansonsten möchte ich nur fragen, der Martin war nämlich, wie wir uns hier getroffen haben, weil wir haben einen Haufen, wir haben heute so viel Off-Topic, wir brauchen eigentlich einen anderen Podcast dafür, noch einen zweiten. Also von dem her, wartet ab, okay? Wir beginnen allerdings, wir werden irgendwann einmal zum Football kommen. Aber zuerst einmal, Martin, wir haben ja darüber geredet, dass wir reden über den Mars. Haben wir in der Vorbesprechung in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir haben, haben wir besprochen, hey, wir reden auch über den Mars. Und der Stoney hat, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, über was wir denn da beim Mars reden werden. Weil, Martin, vielleicht möchtest du nachmachen, was war die Reaktion, als wir dem Stoney gesagt haben, wir reden über die Landung von diesem Satelliten etc. oder was auch immer das war, auf dem Mars. Bitte, vielleicht könntest du das kurz einmal nachmachen. Was? Am Mars? Am Mars waren wir? Wie? Mit Menschen? Ja? Mit wirklich Menschen? Ja? So, Stoney, wie genau ist das passiert, dass du es nicht gewusst hast? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich habe es mir dann auch geklärt. Es ist ja nur ein, weiß ich nicht, was ist es? Ein unbemanntes Flugobjekt, was dort herumrobert oder was? Endeavour heißt es. Und dann ist für mich schon nur noch halb so schlimm, dass ich es nicht weiß. Aber what the fuck? Was machen wir am Mars überhaupt? Was suchen wir? Was brauchen wir? Was wollen wir? Das ist eine sehr gute Frage, Stoney, weil wir haben dann noch einmal ein bisschen geredet darüber und du hast uns dann aufgeklärt, dass der Mars ja eigentlich der Planet ist, wo man am wenigsten Leben vermuten kann. Warum ist es so? Keine Ahnung, warum es überhaupt so ist, aber ich glaube fast, dass es einfach dort, keine Ahnung, von der Temperatur oder von der Dichte, von dem, was dort an herumfleuchenden Gasen ist oder so, aber ich glaube, es ist der, wo nichts los ist.
Okay. Durchaus alles sehr, sehr seltsam, Stony, weil, wie gesagt, wir waren der Meinung, dass du vielleicht überhaupt davon schon eine Ahnung hättest. Martin, du als jemand, der das auch gesehen hat, so wie ich, wie annoying findest du, dass das der Twitter-Account von diesem Rover oder was das ist, schreibt gerade der Ernstl auf Twitch, mit uns per Du ist und uns anschreibt mit: Hey, hallo, ich war heute unterwegs auf dem Mars und schicke dir gerade Bilder. Ja, da will sich die NASA halt bei uns einschleimen, so irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, als ob Amerika irgendwie zu dieser Welt nur dazugehören würde. Dieser Zug ist ja schon lang abgefahren, aber... Putin an der Pol, will der Mars Rover sich nur bei uns einschleimen? Ja, ist ja ganz klar. Also ich bin sehr gespannt drauf, ob wir irgendwelche Erkenntnisse draus ziehen oder ob das Tony einfach recht gehabt hat und gesagt und mir sagen können, sparen wir uns diese Trilliarden an Dollar und stecken sie in, weiß ich nicht, den Klimaschutz zum Beispiel. Das wäre doch eine schöne Sache. Das wäre lustig und wäre nett, ist allerdings nicht halb so prestigeträchtig wie ein, auf einem Planeten zu landen, wo es scheinbar nichts gibt. Stony, hast du jetzt schon das Foto gesehen oder nicht von dieser Landung, was sie uns geschickt haben? Nein, überhaupt nicht. Alles klar, das war mir natürlich klar. Wir haben ja um 21 Uhr, erst ist jetzt 21.41 Uhr, habe ich dich gebeten, dir das vielleicht anzuschauen. Ist natürlich klar, in den 41 Minuten kurz einmal auf Twitter das einzugeben, wäre schwierig. Martin, du hast es schon gesehen. Ja. Du, sehr ehrlich, okay? Ja. Ist da mehr? Oder sind sie einfach, und sie sind einfach zufälligerweise in der Wüste vom Mars gelandet? Oder ist dort einfach nur Sand und Stein und alles andere ist Geldverschwendung? Das wäre natürlich extrem bitter, wenn sie sich genau den Fleck vom Mars ausgesucht hätten, wo wirklich nichts ist. Also das wäre wirklich bitter. Und dann kommt man mit der Erkenntnis zurück, ja, da ist nichts und dabei ist da, weiß ich nicht, nur... Ja, Atlantis oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich das irgendwie davor überlegt haben, vielleicht landen wir da an der Stelle. Und es ist da einfach nichts. Es ist extrem bitter, weil es war auf einmal, ich meine, es war witzig, oder? Weil bis Freitag hat niemand gewusst, dass es das überhaupt gibt. Und dann auf einmal, so am Nachmittag ist hergekommen, Wir landen am Mars. Es ist jetzt da. Und was passiert? Dann also doch. Ja, natürlich, ja, Stony, wir haben es auch nicht erwartet, aber ich meine... Der Unterschied ist, dass wir es am Freitag noch mitgekriegt haben und du am Montag immer noch nicht. Also. Was ist in deinem Twitter-Feed? Was ist in deinem Twitter-Feed? Road to World. Ja. Road to World, Bleacher Report, NFL, NFL Fantasy, BFF, FDP, BPA, Trash TV, Trash TV, Dauerschleife, Illmatic. Okay, wie gesagt, das war auf jeden Fall komisch, aber put it on the poll. Warum sind wir noch am Mars? Frage. Oder wenn es dort nur so ausschaut, sollte man das nicht alles abbrechen? Weil ich habe jetzt gehört, die Kataris mischen sich ein und du weißt immer, wie es ist, Alter. Wenn die Kataris mal was wollen, dann kriegen sie es. Fußball-WM, Club-WM, die Bayern, egal was, ist ihnen scheißegal. Die kriegen alles, was sie wollen und sie werden auch den Mars kriegen. Aber wenn da nichts ist, dann weiß ich nicht. Oder es ist eine Möglichkeit, wir spielen das den Kataris nur vor, dass es dort was gibt. Die geben dort ihre ganze Kohle aus und haben dann keine mehr. Was sagst du? Ja, die vermuten vielleicht da oben Öl. Das wird die längste Pipeline überhaupt. Also. Wie viele Planeten müssen wir denen Kataris vorspielen, damit sie keine Kohle mehr haben? Ein neues Sonnensystem. Neue Galaxie. Die haben auf jeden Fall mehr Geld, als es Sterne, glaube ich, in den allen Galaxien gibt. Wurscht. Aber das war nur das eine. Das war das, was ja die Welt aufgeregt hat. Was allerdings definitiv nur unser Land aufgeregt hat, allerdings bei uns zu Hause hier in Österreich, durchgehend im Fernsehen ist, war die Ski-WM in Österreich. Also in Italien war die, glaube ich. Aber bitte sofort put it on the poll, Stony. Wen interessiert die Ski-WM? Nur Österreich oder auch andere Nationen? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich glaube nicht mal, dass die Deutschen zugeschaut haben. Und wir haben auch ein paar Schweizer, vielleicht sind sie jetzt hier gerade live im Chat. Wird das in der Schweiz auch so hochgebauscht wie bei uns? Weil bei uns ist es wirklich nicht zum Aushalten. Da werden Leute auf einmal zu Helden auserkoren und dann wird folgender Satz gesagt, das war das Allerbeste, was ich jemals gehört habe, war: Dieses Silber glänzt wie Gold. Put it on the poll. Kann ein Silber wie Gold glänzen, Martin? Ganz ehrlich, es ist mir sowas von vollkommen egal, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich bin ja, ich glaube, ich wäre sowieso exkommuniziert da in Tirol, weil normalerweise sollte mir das ja extrem bedrücken oder halt irgendwie
interessieren, tut es mir aber nicht. Ich hab nur mitgekriegt, eben, wo am Samstag wieder irgendeine Goldmedaille gewonnen worden ist, wo habe ich gesagt, ich habe in diesem Jahr wirklich kein einziges Skirennen gesehen. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Also normalerweise irgendwie stolper ich schon drüber und dann schaue ich mir halt zwei Läufe an oder so. Aber das war in dem Jahr überhaupt nicht der Fall. Und ja, dann war halt Gold und dann gestern dieser Slalom und da, ja, okay, da hat halt irgendwer, mit dem man nicht gerechnet hat, die Silbermedaille geholt. Schön für ihn, aber diese Einzelsportarten, die sind mir sowas von scheißegal, echt, das ist mir so wurscht, das kannst du dir nicht vorstellen. Schau, abgesehen davon muss man ja auch sagen, es ist ja eigentlich, und das muss man auch put it on the pole, ist es wirklich ein Sport? Okay, weil es ist ja so, die Leistung, die Zeit der Leistung ist ja beim Skifahren sehr wenig. Also bei so einem Slalom bist, was dauert ein Durchgang beim Slalom? 48 Sekunden, 50 Sekunden? Ja. Kommt hin, oder? Das heißt, du bist 50 Sekunden, zweimal 50 Sekunden. Jetzt kam das Gegenbeispiel mit, ja, der Sprinter ist nur 10 Sekunden. Ja, aber der bewegt sich. Auf Skiern steht. Naja, du stehst aber nur. Bewegt sich schon auch. Okay, gut, da muss ich jetzt eine Lanze brechen für meine Berge, weil das kann nur einer sagen, der noch nie einen Berg gesehen hat und irgendwie einen Ober gefahren ist. Martin, es kommen jetzt auch viele hier im Chat, Biathlon sehe ich definitiv als eine, und nochmal möchte ich euch alle einladen. Biathlon ist super, ja, absolut. Absolut, ja. Möchte ich auch nochmal alle einladen, auch das Interview zu lesen oder zu hören, zu hören mit Christopher D. Ryan, der hat eben auch gesagt, dass er den Biathlon auch ganz faszinierend findet, ähnlich wie Football. Aber Stoni, ist Skifahren nicht eher mehr nur Fortbewegung als Sport? Auf alle Fälle. Das sag ich auch. Ist fix nur Fortbewegung, ist genauso eben wie Radfahren. Alles, wo einfach Boden unter dir weggeht. Aber bei Radfahren bewege ich mich, Stoni, da mache ich eine Bewegung. Beim Skifahren, ich könnte einen Slalom beenden, indem ich mich nicht bewege. Ich könnte nur stehen, so. Put it on the pole. Du bewegst, A, bewegst du dich da und B, kann ich einen Slalom beenden, wenn ich nur stehe. Aber Fakt ist, und das ist das Wichtigste, Silber ist Silber, Gold ist Gold. Hast du Silber, hast du kein Gold. In Österreich schon. In Österreich schon. Ist einfach so. Silber ist Silber und Gold ist Gold. Merkt euch das, ja? Das. Aber wie gesagt, zum Biathlon kann ich da nichts. Also Biathlon ist definitiv Hochleistungssport, da bin ich auch dafür, weil ich glaube, wenn man das allein schon mal anschaut beim Langlaufen, das ist ja furchtbar anstrengend. Von dem her Wahnsinn, und das verstehe ich auch, dass man sich das gerne anschaut. Und hier auch alle ganz, ganz stolz auf die Frau Hauser. Ich glaube, ja, die Frau Hauser. Es ist ja auch so an sich wichtig, weil es ist eine Tirolerin. Sonst bei der Skiwärme hat kein Tiroler irgendwas geholt. Deswegen ist das sowieso scheißegal. Aber im Biathlon ist Tirol wieder was. Und das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie heißt das, wo du herkommst? Tirol. Virol, danke. Und dann kommen wir noch zum letzten Off-Topic-Moment. 17 Minuten in diesem Podcast drinnen. Ich muss es wieder sagen, aber es ist halt wieder Eishockey. Es ist wieder so, ich habe mich ja am Freitag unterhalten mit Patrick vom Topper Store. Übrigens geht es alles um Topper Store. Bestellt alles, was ihr könnt, weil es ist der geilste Kappenstore aller Zeiten. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und er hat dann gesagt, so, ja, also er steht ja auf komische, wirklich auf furchtbar komische Sportarten. Es ist ja mal auf der einen Seite Baseball, über das werden wir in einem anderen, Podcast darüber reden. Aber eben auch auf Eishockey. Und es war ja dieser Winter Classic und ich habe mir gedacht, das klingt eigentlich cool, was dieser Lake Tahoe und so weiter, da habe ich sofort, ich hab wirklich eingeschalten, das war auf der Zone, habe eingeschalten, zack, zack, geschaut. Keine 2 Minuten Abdreht, weil ich sehe keinen Puck nicht. Martin, what the puck? Siehst du den Puck? Ja, aber ich finde das einfach so. Ja gut, schau, du darfst nicht vergessen, ich komme ja eigentlich aus Osttirol und ich bin ja jetzt immer noch in Osttirol und Osttirol ist ja direkt neben Kärnten und Kärnten ist offenbar dieses Bundesland in Tirol, das einfach nur daraus besteht, um Eishockey irgendwie auf die Landkarte zu bringen. Sonst interessiert der Sport ja wirklich niemanden, absolut niemanden, und in Tirol ist das komplett, also in Osttirol ist das komplett gleich. Ich für meinen Teil kann nur sagen, es ist die mit Abstand behinderte Sportart, die es überhaupt gibt, also wirklich. Also Baseball ist vielleicht noch geschissener, aber Eishockey finde ich einfach nur furchtbar. Wirklich, ich mag Eis nicht, ich mag Schlittschuhlaufen nicht, ich mag dieses martialische, wir hauen uns die Zähne ein. Nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das ist auch etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Das ist aber extrem dumm. Und diese Gummischeibe hat sowieso keinen Sinn. Also was soll das? Das ist einfach nur extrem. Wie? Also einfach nein. Und dann eben dieses Hochstilisieren auf Amerikanisch finde ich eh witzig, weil in Kalifornien irgendwie Eishockey zu spielen im Freien und sich dann zu wundern, dass es nicht funktioniert, ist, ja.
Weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt, glaube ich, nicht in Stanford studiert haben, um zu wissen, dass sich das irgendwie nicht ausgeht. Aber wie gesagt, mit dem Klimawandel sind wir ja noch ganz weit weg. Also, es hat kurz kalt ausgeschaut, aber ich habe mir dann schon kurz bevor es losgegangen ist und die schon irgendwelche Löcher dort gegraben haben. Es tut mir übrigens leid, dass ich das Wort behindert hergenommen habe, ehrlich gesagt. Also das wollte ich, also denkt euch irgendein anderes furchtbares Schimpfwort. Ich wollte nicht das hernehmen. Schau, deswegen im Nachhinein, verstehst du, dann kommt das im Nachhinein rein. Danke. Ja. Gerne. Stony. Wir haben sie schon mal gehabt. Sollte der Puck nicht einfach orange sein? Es wäre doch so einfach. Macht sie einfach orange. Ja, macht sie orange. Nur ich sage der Lack, wir haben trotzdem gröbste Schwierigkeiten. Erstens einmal, wegen der Kameraeinstellung siehst du an der nahen Bande sowieso nichts. Das ist sowieso einmal irgendwas. Das ist einfach nur Staub. Das nächste ist, ob der orange oder schwarz ist, ein Sport, wo der Goalie, wenn er sich hinkniet, genauso groß ist wie das Tor. Ja, was ist komplett das? Ja, das macht auch keinen Sinn. Und dann noch Schoner anhat, die 3,80 Meter sind. Hat es eigentlich schon mal so einen fetten Goalie gegeben, dass es einfach kein, dass er einfach eine... Ich sag, bei mir macht schon keiner ein Goalie. Das ist einfach so. Ich stelle mich einfach rein und das ist mir komplett wurscht. Ich bewege mich die ganze Zeit nicht. Null. Nothing. Okay. Einfach nur weg. Und das nächste, was ist, weil ich es vorher im Chat gelesen habe. Lack, ich gehe im Chat ein. Ja, bitte. Real Schweinson hat gesagt, jeder Österreicher wird mit Ski auf den Beinen geboren. Nein. Ist nicht so. Nicht mit Eislaufschuhen und nicht mit Ski. Wenn du in Wien wohnst, lebst und aufgewachsen bist, hast du mit Skifahren und mit dem ganzen anderen Rest nichts zu tun. Das sind zwei von 9 Millionen Menschen. Irgendwas. Ich glaube, jetzt kommt das Beste. Über 2 Millionen. Ja. Ja, haben nichts damit zu tun. Übrigens, mit Abstand bestes Kommentar des heutigen Tages. Seebutz schreibt, er hat beim Eishockey schauen bemerkt, dass er eine Brille braucht. Arbeitskollege sagt, ich brauche einfach nur einen größeren Fernseher. Ich glaube nicht, ich sage dir ganz, ganz ehrlich, ich sage wirklich, es wäre so. Und genau darum geht es. Und das ist der Teaser, dass ihr alle dranbleibt. Denn wir werden uns anhand der Instagram-Seite von Puls für Sport, die übertragen ja jetzt immer Eishockey, werden wir nachher testen, ob wir den Puck sehen können oder nicht. Das heißt, das ist ja für euch alle ein kleiner Teaser, noch dran zu bleiben bis zum Ende. Weil ich habe sogar ein Instrument, wo wir einzeichnen können, wo wir ein richtiges Ratespiel machen können. Zwischen Stony und Martin. Where and who is the puck? Fuck. So, in dem Sinne haben wir eh schon so viel über Off-Topic geredet und wir haben ein loaded Programm, dass ich sagen würde, let's talk Football pushen, oder? Let's go. Let's go. Let's talk Football. Yes, sir. Wir sind im Hochformat. Vorsicht, Burschen, aufpassen. Wir sind im Hochformat. An alle, die das hören, wird euch vollkommen egal sein. In diesem Sinne schauen wir uns an, was es denn so in der NFL Neues gegeben hat. Es ist ja einiges passiert. Wir haben den Carson Wentz Deal zu den Colts in einem Instagram Live verpackt. Übrigens, das nächste Mal, wenn ein heißer Deal in der NFL über die Bühne geht. Danke, Burschen. Über die Bühne geht. Dann unbedingt auf Instagram live bleiben oder auf Instagram bleiben, denn dann werden Stony und ich ohne Ankündigung einfach zack, zack, zack ein Blind Date machen. Stony, was ist das? Kein Blind Date, sondern Speed Dating. Ah, ja, wir genau. Nennen es Don't Luck Speed Dating. Ihr habt das gesehen, wie der Wenn-Stil war, haben wir, glaube ich, Reaktionszeit gehabt, eine Stunde oder was, und dann sind wir kurz einmal online gegangen, haben wir mal unseren Scheiß vom Stapel lassen. Jetzt werden wir das so machen, jeder, der dazuhört, hat die Möglichkeit, dass ihm der Luck einfach reinholt. Schickt diese Anfrage da, ich glaube auf Instagram schickt man so eine Anfrage, und der Luck kann euch dann reinholen. Und jeder kann dann so seinen Senf mal abgeben und oder seinen Frust loswerden, wenn da irgendwas passiert, oder seine Freude etc. Wir wollen das irgendwie mit euch machen, ein bisschen interagieren und ein bisschen Spaß haben. Gleich einmal in die ersten Momente, da sind nämlich die Emotionen noch frisch und wir glauben, dass da ein bisschen was dabei ist, was lustig sein könnte oder eben emotional. Genau so ist es. Das tun wir, das werden wir machen. Übrigens in dem Sinne, alle wünschen sich schon das Pack-Quiz. Wie gesagt, es bleibt dran. Ganz zum Schluss wird es das noch geben für alle, die live sind, als kleines Dankeschön von unserer Seite, dass ihr da wart, dürft ihr zuschauen, wie wir Eishockey schauen. Aber, was ist sonst noch passiert? Es haben sich natürlich noch andere Leute auch zu Wort gemeldet zu dem Carson Wentz-Deal. Natürlich in allen möglichen Varianten, alle, sagen wir, 88 Podcasts oder 89 Podcasts, die es jetzt schon gibt zu dem Thema und natürlich auch auf Twitter ist abgegangen. Und ein Tweet hat doch für etwas Aufregung gesorgt und zwar von, den kennen wir alle, Stolle, großer Name, sagen wir mal, im Football-Deutschland, hat gesagt, wenn die Eagles jetzt tatsächlich einen QB in Runde 1 draften, machen sie sich noch lächerlicher als letzte Saison. Nun, ja, dann würde ich sagen, nachdem wir unsere Meinung schon kennen, möchte ich dich einladen, Martin. Sind denn die Eagles lächerlich, wenn sie im Draft früh einen Quarterback nehmen?
Ich habe, glaube ich, drunter geschrieben, ziemlich viel Meinung für wenig Begründung. Also, natürlich sind sie nicht lächerlich, wenn sie sich einen Quarterback früh im Draft nehmen. Das ist ja, es wäre ja fatal, wenn sie es nicht einmal drüber nachdenken würden. Sie haben derzeit noch nicht so wirklich die Lösung. Also vielleicht haben sie, das ist aber noch nicht sicher. Und sie haben halt einen super Draft-Pick. Also sie picken sehr früh. Da ist immer die Frage, wann pickt man wieder so früh? Im Idealfall passiert das ja nicht so schnell, weil dann hast du alles richtig gemacht. Sonst hast du eh ein größeres Problem. Man kann es ja vergleichen, wir haben das in den letzten Jahren öfter gesehen, immer wieder Teams, die dann darauf verzichtet haben, einen Quarterback zu nehmen, die dann trotzdem irgendwie in die Bredouille gekommen sind. Man könnte sogar die Lions zum Beispiel hernehmen letztes Jahr, wenn du an der 3 bist, musst du dir einfach überlegen. Und ich glaube gerade Philadelphia ist jetzt in so einer Position, wo man sich denkt, ja, schauen wir uns das Board an, wir sitzen sehr früh da, das ist eh super. Wenn eben zum Beispiel der gewünschte Quarterback eben noch an Bord ist, dann nehmen wir natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden. Und da macht sich überhaupt keiner lächerlich. Eher im Gegenteil, ich würde eher sagen, wenn man sich das komplett von vornherein verbaut oder einfach sagt, nein, das machen wir nicht, dann macht man sich das Leben viel schwerer. Ja. Eben, ich glaube nicht, dass es einen Sinn macht, oder Stone, dass man einfach sagt, ich bin, vor allem, wenn man an Runde 6 draftet, also ich glaube, an Pick 6, wir können uns erinnern, ja. Ich glaube, die Jets haben 2-3 Jahre hintereinander waren die auf Pick 6 und haben dann auf einmal so einen Leonard Williams bekommen, einfach, dann ist ihnen aufgrund des... Ja, eben immer Defensive Tackles genommen. Also ja, aber weil sie ihnen auch irgendwie zugeflogen sind, es ist ihnen eigentlich auch Sam Darnold damals zugeflogen, muss man auch sagen. Von dem Sinne ist die Frage, Stone, es geht doch niemand in den Draft rein und sagt, na, auf 6 sicher kein Quarterback, weil wir haben ihn gehört. Erstens das, zweitens lag, das ist ja das, was mir immer so am Zager geht, ist, wenn sie anfangen, gescheit zu sein oder gescheiter als alle anderen und dann anfangen, da zu experimentieren und es klappt nicht, dann seid ihr Idioten. Aber wenn ich da das beste Talent nehme oder eben, wenn mir viel dazu fällt, muss ja nicht passieren, aber könnte, dann nehme ich da den Quarterback, egal um was es geht. Und wenn ich dann mit dem einfahre, okay, dann war das nicht. Aber ich habe alles getan dafür, dass es vielleicht in die richtige Richtung geht. Und es ist die wichtigste Position im Football. Und zu sagen, na, ich mache mich damit lächerlich. Teams haben sich schon so oft lächerlich gemacht mit lauter Blödheiten, egal ob im Draft oder anderswo oder zu viel investiert für einen Spieler, der es dann nicht ist. Ich glaube nicht, dass du dich heutzutage lächerlich machst, wenn du probierst, einen Quarterback zu holen, der es vielleicht dann nicht ist oder eben der es dann ist, egal was da vorher passiert ist. Egal, ob ich da jetzt zuerst mein Franchise-Quarterback weggeschickt habe und jetzt einen anderen habe und dem vielleicht noch einen hinsetzt, das ist mir wurscht. Ja. Das ist mir egal. Ja, also außerdem, wer kann sich noch erinnern an die, es redet jetzt keiner mehr drum über irgendeinen Blödsinn. Weißt du, was ich meine, nach 3 Jahren, ja, dann haben die einen Blödsinn gemacht, der Trubisky, Daniel Jones, lauter so ein Ding, das ist nur die nahe Zukunft und es interessiert in Wirklichkeit keinen. Da machen alle 100.000 Fehler, ist wurscht. Und es ist ja ich glaube schon, dass es die Bears-Fans immer noch extrem provoziert, wenn sie jedes Jahr die Sean Watson und Pat Mahomes sehen, wo sie so stehen und was sie machen und sie dann mit ihrem, ja. Gibt es aber dutzende Beispiele. Martin. Aber jedes Team könnte es genug Leute zeigen, wo das eben so ist. Das ist sicherlich schon ein paar Leute interessiert in dem Fall. Übrigens, Martin, also, bei Quarterbacks sind so Sachen. Dein Hintergrund ist schwierig. Absolut zu viel für deinen PC, glaube ich, oder deine Internetverbindung, weil du stockst herrlich, aber es ist nicht wild. Von dem her, wir sind ja am Mars. Das Wichtigste ist allerdings, und ich möchte ein bisschen auf den Chat eingehen, und das haben auch gesagt, so, zum Beispiel hier, Johnny Football schreibt, Lawrence, Wilson und Fields werden wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ja, aber wenn zum Beispiel du nur 3 Picks rauf musst, um auf den Pick 3 zu kommen von den Fins, die vielleicht dort raus wollen, weil sie eben an Tour glauben und vielleicht sagen, okay, ich könnte rauspicken, warum nicht, dann solltest du reingehen. Und ich bin mir auch ganz, das ist auch das, was wir auch im Instagram Live gesagt haben, Stony. Wenn sie nicht hundertprozentig von Hurts überzeugt sind, dann bringt es eigentlich nichts, so eine Bridge-Lösung wieder reinzubringen, sondern bringt auch einfach einen fucking Rookie rein, der dort einfach mal reinboxt und einfach macht und zeigt, wie es funktioniert. Warum nicht? Ich meine, es ist doch gar kein Problem dabei. Erstens das und zweitens einmal, sie werden eh nicht auf uns hören. Sie machen eh das, was sie glauben. Nur im Vorhinein sagen, ich nehme ihn nicht, weil ich mich lächerlich mache. Wegen was? Na, mache ich nicht. Ja, und vor allem bei wem? Genau, und das habe ich eben vorher gemeint. Martin, ich weiß schon, dass die Bears-Fans hart sind wegen Trubisky etc. auch, während dann Eagles-Fans sind sowieso immer leicht beleidigt. Aber es ist mir doch in Wirklichkeit wurscht. Ich nehme den nicht, weil ich glaube, mache ich mich jetzt lächerlich vor irgendwem anderen. Das ist mir komplett wirklich Bovidl. Ja, muss es sein, sonst bist du ja falsch in einer Position. Also, glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Von dem her war das ein bisschen, das war einfach so ein Ding, wo wir gesagt haben, okay, komischer Deal eigentlich im Endeffekt, aber ich glaube, es gibt nur Gewinner. Ich glaube, dass es für Wentz besser ist. Ich glaube, dass die Eagles ein bisschen aus dieser Kontroverse rauskommen.
Sicher, sie sitzen auf Deadcap, aber es gibt nichts Schlimmeres, als einen Typen, an den du nicht mehr glaubst, noch länger drinnen zu halten, nur weil du ihm die Kohle gibst. Super, ich vergleiche das immer wieder mit Matt Flynn und der Situation damals mit Russell Wilson, was die Seahawks gemacht haben, es war perfekt. Sie haben Flynn die Kohle gegeben, aber sie haben gewusst, hey, wir nehmen den, mit dem wir gewinnen können, wurscht, ob der die Kohle hat oder nicht. Es zeigt mir meiner Meinung nach immer wieder, dass du aus Cap-Situationen oder schlechten Cap-Situationen immer rauskommen kannst, wenn du das willst. Wie gesagt, von dem her möchte ich denen keine Dummheit unterstellen. Dann kommen wir aber auch gleich zum nächsten Thema und natürlich, wie immer, geht es hier um Deshaun Watson. So wie es normalerweise der Leonard von Net Podcast ist, wird es dieses Jahr natürlich der Deshaun Watson Podcast sein. Die Panthers machen anscheinend jeglichen Capspace frei für Deshaun Watson und dann natürlich das, was man in 2021 immer als den größten Hint hernimmt. Teddy Bridgewater hat jeden Panthers-Content entfollowed auf Social Media. Alles klar, oder Martin? Buying it oder nicht? Ja, natürlich, damit ist alles gesagt. Morgen wird der Vertrag unterschrieben, beziehungsweise halt einfach die Unterlagen geschickt. Das war's. Damit können wir das Thema eigentlich auch ein für alle Mal beenden. Und bis in einem halben Jahr dann. Was sagst du, Stoney? Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen hat der Martin schon gesagt, Bridgewater wird irgendwo ein schöner Backup werden. Das wird eben so sein. Und wenn du die Möglichkeit hast, einen Watson zu bekommen, solltest du alles, meiner Meinung nach, alles dafür tun, weil wir sehen, die Eagles haben jetzt jedes Jahr, können sie sich jetzt anhören, ihr macht euch lächerlich, weil sie auf Quarterback-Suche sind. Und wenn du einmal einen hast, wäre es in Wirklichkeit nicht gescheit, ihn gehen zu lassen, im Houston-Fall, und wenn du ihn bekommen kannst, im Fall jetzt eben von den Panthers oder was weiß ich, würde ich alle Hebel in Bewegung setzen, dass er zu mir kommt. Alles, was du hast, unbedingt. Wie gesagt, das gilt nicht nur für die Panthers, sondern für viele andere Franchises. Mhm. Also alles, was geht. Wie gesagt, ich will immer nur, dass San Francisco sich eigentlich verkauft und einfach das Ding den holt. Also alles in Bewegung setzt einfach. Es wird spannend, wo er im Endeffekt landet. Und ihr könnt übrigens, alle, die jetzt zuhören... Ich hoffe, dass es spannend wird. Ich befürchte immer nur, dass es langweilig wird. Wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Tippspiel für alle, die das jetzt hören und auch zuschauen. Morgen unbedingt auf Instagram.com/StonedLuck reinschauen, denn wir werden euch dort, und es wird es allerdings auch auf Twitter geben und auch überall anders auch, werden wir euch den Link geben zu einem wunderbaren Tippspiel, das es gibt, per Google Forms. Da könnt ihr eure Tipps abgeben, wo denn so die Free Agents landen, darunter auch Deshaun Watson, und das wird dann aufgelöst. Zu gewinnen gibt es einen Hoodie, einen Stone Luck Hoodie, weil warum nicht? Warum nicht, oder? Geil. Ja, sag ich. Oder einen Minnesota Markus Hoodie. Gibt es überhaupt den Minnesota Markus als Hoodie, Stone? Ich glaube schon. Aber mache ich einfach. Gib ich frei. Okay, und Minnesota dann, Markus Hoodie. Und dann natürlich, ihr habt es eh schon gesehen, ich habe sehr, sehr viel Spaß mit der JJ Watt-Thematik, wie ihr vielleicht auf TikTok gesehen habt und auf Instagram. Die Sache ist nämlich so, wir reden normalerweise nicht über Verteidiger, aber bei so einem Verteidiger müssen wir darüber reden, Stoney, weil der hatte ja auch Fantasy, man muss auch sagen, er hat ja mal Tight End gespielt eine Zeit lang, ne? Hat ja viele, in dieser einen Saison hat er ja dann sogar ein paar Receiving Touchdowns gekriegt. Also möchte ich mit dir beginnen, Stoney, wo landet JJ Watt? Ich hoffe in Pension, es lag du seit 100.000 Jahren predigst du es. You can't spell overrated without JJ Watt. Ja, aber und das stimmt. Es ist so. Luck, du weißt das. Sex macht er schon lange nicht mehr. Und diese Hurries und eben Quarterback Pressures ist lieb. Aber du wirst dafür bezahlt, dass du ihn umlegst und nicht, dass du ihn unter Druck setzt. Und das macht er einfach nicht. Das heißt, er macht seit Jahren seinen Job nicht. JJ Watt. Ich weiß nicht, warum sich da jeder um ihn reißt. Let's go, wenn ich ihn kriege, wenn er mal zufällt, okay, dann spielst du halt da noch ein bisschen, aber sonst, come on. Martin. Jeder, der da sagt, Tampa Bay, also da muss die Prämisse sein, Jack Barrett und so weiter zu halten und nicht auf JJ Watt irgendwie, tretet euch den nicht ein, come on. Die Sache ist halt so, Martin, du als jemand, der das alles so kennt, wie auch ich, natürlich mit dem, wir können uns unterhalten über Verteidiger, das kannst du mit dem Stoney nicht machen. Martin, JJ Watt hat trotzdem in den letzten drei Jahren oder eben was auch immer, wie viele Saisonen, war er trotzdem top in all seinen PFF-Grades, und deswegen die Frage natürlich, ob da nicht doch was im Tank ist, und wo siehst du ihn? Also das sind eigentlich zwei Fragen, die ich da stelle. Das ist ja alles eine Fangfrage, weil du willst ja eher, dass ich sage, dass er nach Green Bay geht, dass es endlich diese Homecoming gibt, auf die alle hingeteasert werden und die ganze Zeit, und das ist mir scheißegal, dann soll er halt nach Green Bay gehen. Ich mag ihn einfach nicht. Und fertig. Ich hätte ihn auch gerne in Green Bay, und ich glaube auch, dass er dort enden wird. Ah, er ist fantastisch. Er ist ja wirklich, vor allem, er ist einfach so ein netter Mensch auch noch. Er spendet so viel.
er macht so viel für die Community. Ist er nicht schlimm? Ist nett, wirklich. Ist ein guter Typ, weißt du? Aber er muss nicht unbedingt zu Green Bay gehen. Ich mag den nicht in meiner Division haben. Aber außer er steht wirklich so auf Standgast dann von mir. Also was ich würde das nicht so negativ sehen, Martin. Also wenn du einen Edge-Rusher haben willst, der deinen Quarterback nicht gefährdet, auch nicht Goff, dann soll J.J. Watt auf der anderen Seite stehen. Das ist immer das Schlimmste. Der Typ ist dreimal Defensive Player of the Year geworden. War mal. Okay. Ich war auch einmal super talentiert und jetzt bin ich irgendwie. Das habe ich gesehen. Ich hab einen Elfmeter gesehen vom Stony. Das kann ich bestätigen. Da hast du aber viele gesehen, weil es sind. Und sonst gibt es ja nichts anderes außer Elfmeter. Übrigens, um auch den Sprung zu bekommen zum nächsten Thema. Der Stanley hat nämlich geschrieben, wegen uns hat er seinen TikTok-Account. Und wir kommen zu etwas, was seine Premiere feiert im Jahr 2021. Applaus für den Highest Off-Season Moment! Highest Off-Season Moment. How great is it? Und du weißt ganz genau, Stony, auf was ich immer am aller stolzesten bin, wenn es geht um den Highest Off-Season Moment. Aufs Handy links, genau so ist es. Das ist das Wichtigste. Das Don't Like Handy, wir waren wieder mal drinnen, es ist eh klar. Bitte folgt uns auf allen Social-Media-Plattformen, auf TikTok, Instagram, Twitter, Twitch, Facebook und YouTube und. Wir sind auch auf Clubhouse. Ich habe nur kein Apple-Dingsbums, aber der Stony ist auf Clubhouse. Edit den Stony auf Clubhouse. Regelmäßig leave quietly. Das ist echt das Beste, dass man, wenn man dort unabsichtlich in ein Clubhouse reinkommt und auf dann einmal heißt, du kannst wieder gehen, das ist urlaubend, oder? Das ist so, das ist, wenn du die, ich stelle mir das so videomäßig so vor, so. Fix genau das. Aber Luckett, ja. Weil ich es gesehen habe, er hat nicht viel Liebe bekommen, aber es war irgendwie mein highest off-season of the moment. Ja. Dieser, wie heißt er noch einmal? Der Bills Wide Receiver, I'm fighting for God, wo sein Bruder war und die Wände waren blutverschmiert. Say Jones. Wahnsinn, hey, das war Mörder. Ja, das war echt ein bisschen zart, weil der war schon psychisch. Das war eine bisschen traurige Geschichte, aber das war trotzdem. Wir werden uns ewig an dieses Jahr erinnern. Man muss ehrlich sagen, es war Off-Season-Moment technisch das Beste, was uns bisher passiert ist. Das muss man ehrlich sagen, die waren wirklich fantastisch. Von dem her. Naja, ich würde schon sagen, die Henry Ruggs-Verletzung war schon auch nicht so schlecht letztes Jahr. Also das war. Ja, Martin, mit Koffer aufmachen und auf einmal hat er. Kiloweise. Er hat den Couch von seinem Nachbar getragen und sich verletzt. Ja, Martin, vor 3 Jahren hat es gegeben, Gronk schießt mit einem Maschinengewehr, Say Jones läuft nackt in einem Penthouse, die komplette Titans Offensive Line ist besoffen bei einem Eishockeyspiel. Was hat es da noch alles gegeben? Der Obi, der Patriots-Typ da, weißt du, mit tonnenweise Gras und Lollis und ja, Sweet. Bitte vergessen wir nicht, dass OBJ nebenbei auch noch Kokszart hat mit irgendeiner in Paris im Hotelzimmer. Aber Aki Talib hat sich einmal in Oberschenkel geschossen aus Versehen, das war auch gut. War aber also, in der Saison, glaube ich, oder? Sieg und Dark waren ja auch nicht die Dick Pick. Das war letztes Jahr, das stimmt. Ja, aber der Dildo, wo wir es gesehen haben, wo er gekauft hat. Ja, das war auch, glaube ich, im selben Jahr. Ja, das war im selben Jahr. Also, wie gesagt, es war absolut fantastisch. Und wir haben auch schon die erste Nominierung für das Jahr 2021. Und wir möchten uns natürlich bedanken bei Stonys Lieblingsspieler. Wie immer, es ist natürlich Mr. Cam Newton. Und ich hoffe, wir sehen das jetzt dann auch noch hier. Warte mal. Cam Newton hat ein Camp. Das Typ hat irgendein ganz besonderes Camp, sagen wir 7 gegen 7 Football oder sowas. Und dort dürfte irgendwas passiert sein und ein Junge hat ihn von der Seitenlinie beschimpft. Wie man es halt so macht, ne? Wenn man so irgendwo am Promi sieht, entweder man ist halt ein Fanboy oder man sagt halt, Herr, du bist Arsch. Ne? Das führte zu folgenden Wortwechsel und das ist, ich weiß nicht, wenn du es ohne Bild siehst, weißt du nicht, wer der 7-Jährige ist. Hörst du? So,
wir müssen das natürlich jetzt dementsprechend sofort unterbrechen, aber ich glaube, was war die Reaktion vom Internet? Auf Twitter war die Reaktion natürlich dementsprechend gegen den Burschen. Und ich frage mich ehrlich, warum gehen alle auf den Burschen? Ich meine, der Typ ist, wie alt wird der sein? 14, 15, keine Ahnung. Und natürlich verarscht er ihn halt einfach. Aber wieso gibt er Kontra? Ich meine, das ist doch, darüber müssen wir doch reden. Du wirst doch 100 Mal von Leuten verarscht wegen irgendwas, oder? Ich meine, Stony, come on, man. Wie kann man hierfür? At first, my friend, Cam Newton is rich. Er sagt das auch. Cam Newton, I'm rich. Okay? Das ist einmal das Wichtigste. So. Das haben wir dementsprechend öfters gehört. Du könntest das nochmal ein bisschen zurück zum Dritten. Und das Nächste, aber das finde ich wirklich crazy. Er ist im Camp vom Cam Newton, nur damit er ihm irgendwie sigieren kann? Ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt noch ein anderes Video mit dieser langen Diskussion. Und da ist er, ja, keine Ahnung, natürlich ein Dummkopf, ey, Cam Newton, wir wissen, ey, der ist nicht, I'm talking about the routes. Also für alle, die das nicht... Ja. Es ist natürlich schon ein bisschen frech. Also ein Frechdachs ist er schon, musst du schon zugeben. Ja, aber das ist er in einem Camp, mach doch der irgendwie Ding. Wieso kommst du überhaupt in dieses Wortgefecht das mit Cam Newton? Ja, eben, ich verstehe, aber ist doch egal, ob du da reinkommst oder nicht. Es geht doch darum, dass ich mich nicht getriggert lasse. Oder Martin, du kannst das, glaube ich. Martin, ich darf mich doch nicht triggern lassen, wenn ein Bursche sagt, hey, du bist Free Agent, und er sagt, er antwortet einfach nur so, ich bin reich. Like, ist das wirklich die schlagfertigste Antwort, die du gehabt hast? Das ist, I'm rich, ich bin reich. Come on, man. Ja, offen. Zu einem 14-Jährigen, der noch nicht einmal arbeiten will. Come on. Noch geiler wäre nur gewesen, wenn er gesagt hätte, ich kann es Ei weiterwerfen wie du. Aber sonst wäre es so ungefähr, sonst gibt es gar nichts Blöderes, was er antworten hätte können. Ja? Naja, ich verstehe es nicht ganz. Aber ich verstehe gut, weil im Chat hat gerade geschrieben, you're watching routes. Aber in dem Sinne würde ich euch bitten, Stony, Potenzial für ein Highest Off-Season Moment oder eher peinlich? So peinlich. Es ist schon leiwand, gut, dass du es rausgraben hast. Das ist schon geil, weil, ey, come on, ein NFL-Star mit einem 14-Jährigen in irgendeinem Wortgefecht ist natürlich lächerlich und natürlich irgendwas. Aber dass er dann wieder Cam Newton-mäßig nur, I'm rich, you're a free agent, I'm rich, du kannst keinen Ball werfen, I'm rich, du bist eigentlich ein Sport, I'm rich. Ja, sicher. Du hast irgendein Millionen-Contract unterschrieben. Jetzt sagt, mach irgendwas mit den Kids. Ist dort noch was anderes abgegangen, außer dieses Wortgefecht? Oder ist er dann beleidigt einfach? Na, warte mal, dazu kommen wir noch. Martin, was sagst du? Heißt auf diesen Moment oder eher peinlich? Ich hoffe stark, dass wir noch andere Off-Season-Moments kriegen, weil wenn das schon der Peak ist, dann wird es eine langweilige Off-Season, das darf nicht passieren. Ja. Das ist richtig und in diesem Sinne muss ich auch sagen, erstens, ich finde an dem Video das Schönste ist, dass wir wissen, dass Cam Newton, wenn er nicht spielt, was anderes oder irgendwelche Pressekonferenzen gibt, sich normal anziehen kann. Ich finde, das ist das Allerschönste an dem Video, darüber redet absolut niemand, das finde ich ist... wirklich etwas, was sehr, sehr traurig ist. Wir werden übrigens diesen Dialog sicherlich diese Woche noch auf TikTok finden, wie ich ihn nachstelle mit vielleicht mit irgendwelchen Kindergartenkindern, die ich dann anschreibe mit I'm rich. Schauen wir mal. Aber natürlich. Pass aber auf, gell? Pass auf. Natürlich. Ja. Das stimmt, wenn ich zu kleinen Kindern vorbeigehe und sage I'm rich. Ja. Probably a problem. Danke, Martin. Ja. Und das von demjenigen, der sich die erste Entgleisung in dem heutigen Podcast schon geleistet hat. Schau, wie. Es tut mir immer noch leid, echt. Der Moment wäre nicht 2020 bzw. 2021, wenn, Trommelwirbel, der kleine Junge sich natürlich nicht schon entschuldigt hätte auf Social Media. First and foremost, Alter, warum? Der Druck war zu groß. Er hat sich natürlich schon entschuldigt, das muss er auch machen. Hat sich entschuldigt für first and foremost, I want to express my deepest apologies to Cam Newton, bla bla bla. Ja. Gut. Ich würde sagen. Ja, ist nett von ihm, aber ich glaube, das war. Hätte er nicht machen sollen. Nein, er wurde einfach geroastet von, keine Ahnung, von Leuten, die gesagt haben: bitte um Gottes Willen, du musst das und das machen, hier und hier, du musst unbedingt. Du hättest ja eigentlich Cam Newton fragen sollen, wie super es nicht ist, oder learn from an OG. Come on, man, get the hell out of here. Gut, damit würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wir hoffen natürlich auf weitere Highest of these Moments. Wenn ihr übrigens welche findet, schickt uns die zu. Aber so Social Media süchtig wie wir sind, werden wir sie sicher vorher schon gesehen haben. Davon gehe ich aus. Oder Stone? Auf alle Fälle, und ich hoffe, dass man wirklich... Dieses Jahr können wir eh nicht einstellen, was war es, 2018, aber wir brauchen wirklich was Geiles wieder. Wir brauchen wirklich leibende Sachen.
Das Problem ist eben, Covid wird uns da auch einen Strich durch die Rechnung machen, weil im Urlaub haben die immer den geilsten Scheiß gemacht. Das war ja immer noch das Leibernste. Hoffen wir, dass noch so vielleicht local im eigenen Revier wildern. Wir schauen uns an und wir reden 45 Minuten in diesem Podcast endlich über Fantasy Football. Let's go. Back to reality. Let's talk fantasy. Yes. Und wir sind auf dem Flughafen. Warum sind wir auf dem Flughafen? Wir waren schon lange nicht mehr auf dem Flughafen. Wir vermissen alle ein wenig den Flughafen, let's be honest. Und genau deswegen gibt es auch für alle ein bisschen, warte, Vorsicht. Airport Sound. Oh. Hörst du im Hintergrund, pass auf. Oh. Warum sind wir am Flughafen? Ganz klar, ist eh logisch. Die Free Agents, sie sind unterwegs. Es ist wieder soweit. Endlich Free Agency. Hat ein bisschen was von Calcio Mercato, der Italiener in der Serie A, Transfermarkt.de für die Bundesliga. Endlich, Hoffnungssaison vor dem Draft. Und wir haben uns gedacht, wir schicken unsere Free Agents auf Reisen und ersetzen das alles hier, also die ganz normale, gewöhnliche Abflugshalle, mit unserem Tada Free Agents Departing Board. Martin, wie begeistert bist du? Ja, hoch. Wir reden über die Top 5 Running Backs, währenddem ich ein bisschen wieder ausschalte, das AirPod-Geräusch. Wir reden über die Top 5 Running Backs und wohin sie gehen sollten. Wir blicken zurück, wie das letzte Jahr war, wie allgemein ihr Karriere-Standing ist und schauen uns an, wohin sollten sie gehen. Es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, keine so fantastische Gruppe. Und wir beginnen mit Nummer 5. Und das ist jemand, der letztes Jahr in den Top 10 weggegangen ist im Draft. Das ist auch arg. Aber der eigentlich, ja, sagen wir mal, die Hände nicht mehr feucht macht. Und das ist Kenyon Drake. Stoney, wir haben uns angeschaut, Kenyon Drake. Man muss ehrlich sein, es ist nicht viel gewesen, oder? Bei Kenyon Drake dieses Jahr. Was haben wir gehabt? Wenn wir es uns anschauen. Es waren 955 Rushing Yards, damit war er 12. Und es waren 25 Receptions, das war um die Hälfte weniger als 2019. Ja, das muss man auch so sehen. Mit dem Edmonds und so weiter haben sie halt so einen, den sie dort auch forcieren wollen. Aber Fakt ist, Lack, ob wir ihn gut finden oder nicht, er ist knapp ein 1000-Yard-Rusher, ein bisschen halt drunter geblieben. Sie wollten ihn unbedingt, sie haben ihn geholt aus Miami, sie haben ihn letztes Jahr tagged. Deshalb, Kenyon Drake wird in keinen Flieger dieses Jahr einsteigen. Der bleibt dort, wo er ist. Der wird geresigned von den Cardinals. Da ist auch die Kohle da. Die O-Line ist nicht so schlecht. Es ist einfach ihr Homie. Ob das gut ist oder nicht, Kenyon Drake bleibt bei den Cardinals. Martin, im Endeffekt war es dann doch letztes Jahr so, er war nicht ganz fit. Verletzungen waren durchaus ein Thema. Vor allem auch, was ihm nicht so unbedingt in die Karten spielt, auch fürs nächste Jahr. Chase Edmonds hatte hier und da starke Auftritte. Ich kann mich erinnern, Matthew Berry von ESPN hat gesagt, Chase Edmonds wird früher oder später diesen Job sowieso gewinnen. Siehst du auch, dass Chase Edmonds dort eher der bessere Running Back ist? Ich glaube, die sieht er relativ gleich gut. Ich gehe aber auch davon aus, dass er geresigned wird und dass sie mit diesem Duo weiterhin gehen wollen. Macht für mich am meisten Sinn, weil, wie gesagt, sie haben ihn gezeigt, sie haben ihn geholt, das Donny jetzt wunderbar analysiert. Ich muss gar nichts sagen, ich bin absolut der gleichen Meinung. Ja, ich glaube, er bleibt. Ja, wunderbar, dann schauen wir uns auch gleich an. Stoney, du hast es ja eh auch schon gesagt. Und übrigens, danke vielmals an alle, die die Folien heute so feiern. Danke, wir haben uns gesagt, wenn ihr übrigens ins Detail schaut mal ins Detail auf das Flugzeug darüber, was das für Airline ist. So, und jetzt gehen wir kurz. Stoney, natürlich, Flight ist cancelled, er bleibt bei den Cardinals, oder? So ist es. Passt, danke vielmals. Also mehr geht's nicht, du sagst einfach nur, so ist es. Hast du da jetzt eigentlich alle Weg eben gemacht, ne? Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht sagst du noch, ja, er bleibt, weil das ist die beste Situation für ihn. Lucky, hast du jetzt eigentlich alle 32 Teams zur Auswahl, oder? Wenn ihr jetzt dann irgendwas sagt, dann kommt es da dahin. Na. Okay, na gut, dann bin ich ja gespannt. Die Destination aber, hat die festgelegt, Martin. Aber es sind auch Stones Top 5. Aber Martin, was glaubst gut. du, wäre die beste Situation für Drake? Bist du da auch dabei, dass er bei den Cardinals bleiben sollte? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das für ihn am gescheitesten ist, ja. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt auch. Ich glaube, es macht am meisten Sinn für ihn und für den Cardinals. Ich glaube auch, dass er da ein bisschen einen Hometown-Discount nimmt, weil ich bin ja überhaupt der Meinung, dass die Running Backs dieses Jahr nicht so schnell vom Markt gehen. Ich glaube, dass das eher mehr Dinge sind, die länger sitzen bleiben. Stoney, dein Nummer 4 Running Back. Das ist James Conner. Richtig, James Conner. Schauen wir uns an den James Conner auf der Seite hier.
Und zwar, James Conner war im letzten Jahr, ja, mit 721 Rushing Yards nur die Nummer 20. 13 Spiele waren nie wirklich ganz fit, aber so die Run-Defense von den Steelers war einfach nur, die Run-Offense war eine Katastrophe. Ja, überhaupt, man muss sagen, Tomlin hat irgendwann Mitte November oder was schon die Aussage, sein Run-Game ist below average. Die ganze Gruppe, er findet das nicht mehr so prickelnd. Sie haben eben Snell und McFarland, die sind überhaupt unkonstant, aber Cap-Probleme etc., da kannst du halt nicht so weite Sprünge leisten. Das, was aber auch auffällig war, die letzten 5, 6, vielleicht sogar 7 Spiele, Connor war, glaube ich, 10 Touches und vielleicht 20 Snaps gehabt. Der ist dann nur noch draußen gesessen. Das suggeriert mir, plus diese Gründe, dass sie eben in Wirklichkeit sich nicht so weit strecken werden für einen Running Back und die zwei haben. Connor ist mit einem Bein, wenn nicht vielleicht sogar mit eineinhalb Beinen, schon draußen aus Pittsburgh und wird sich verabschieden. Sag noch nicht wohin. Danke vielmals, Sonny. Martin, jetzt sagt man immer wieder, Running ist totally overrated. Jetzt sind wir doch der Meinung, wenn es ein bisschen laufen wäre gut gewesen oder vor allem auch ein bisschen besser laufen, weil die Steelers waren, ein Laufspiel hätte ihnen ja, hat ihnen ja gefehlt, oder? Ja, voll. Natürlich ist Laufen nicht so angesehen in unserem Jahrtausend oder in dem, ja, da wo wir jetzt gerade sind, in diesem Football-Status. Aber es ist natürlich immer noch sehr wichtig, weil es braucht einfach ein gewisses Gleichgewicht. Es bedeutet nicht, dass man das alles über den Lauf aufziehen will. Es bedeutet auch nicht, dass man sagen muss, oder dass man sagt, ich muss den Lauf etablieren, um das Passspiel irgendwie in Gang zu bringen. Aber es gibt da halt gewisse Möglichkeiten. Wir haben das ja im Vorfeld der Super Bowl-Analyse exklusiv und fantastisch analysiert mit eben, was du für eine Möglichkeiten hast, wenn du bei Zweiter und Kurz bist und so weiter und so fort. Also, und da ist es natürlich, da war es für die Steelers natürlich super gewesen, wenn James Conner da irgendwie performt hätte, beziehungsweise wenn sie ihn auch irgendwie wirklich eingesetzt hätten, richtig gescheit. Richtig. Ich meine, er hat es natürlich nicht leicht gehabt, ich glaube, er hat auch Covid gehabt und als Covider, der Cancer Survivor ist, ist es natürlich nochmal schlimmer. Also ich bin einfach immer nur froh, wenn es ihm gut geht, weil ich habe den bei Pittsburgh schon, also bei am College schon extrem gern mögen. Ich hoffe, dass es ihm einfach, wo auch immer er jetzt hingeht, ich bin auf den Stony seinen Take sehr gespannt. Aber bevor wir das sagen, ich bin auch bei dir, ich glaube auch, das war wirklich ein verlorenes Jahr für ihn und wir werden sehen, was ich übrigens richtig stark finde, ist natürlich wieder die Stone Dog Army liefert ab im Chat, was haben die Stewardessen dann natürlich erzogen von Banditen-Hoodies, sie trinken keinen Tomatensaft, sondern Kiwi-Magisaft, also wirklich wieder mal fantastisch und Ground Staff Operated bei Minnesota Markus, der Flug kommt nie an. Stoney, wohin versteckt den James Conner? Das Problem ist auch, James Conner hätte sollen der Nachfolger von Lev Bell, da hat es immer geheißen, er kann das ersetzen. Da hat man auch gesehen, wie gut die Steelers O-Line zu dem Zeitpunkt war und die hat auch ein bisschen abgebaut, dann ist halt natürlich schwer. Aber dadurch, dass eben Tomlin das auch ein bisschen so verabschiedet hat, dass er mit dem Run-Game nicht zufrieden ist, James Conner nimmt ein bisschen an Tarif, weil die Jets geheilt sind von Big Contracts für Running Backs, wird so 4-5 Mille machen bei den New York Jets die nächsten 3 Jahre. Wow, dazu sage ich wow, bevor ich meinen Take raushaue. Martin, was sagst du, passiert mit James Conner? Ich glaube, was habe ich gestern gelesen, Washington ist so im ein bisschen so dabei, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die Jets, ich wünsche ihm die Jets einfach nicht, das ist irgendwie bitter. Weil wenn du bei den Jets spielen musst, dann hast du auch wieder Co-O-Line und alle erwarten sich irgendwas von dir und du kannst es eh nicht leisten, weil du spielst bei den Jets im Rebuild, ja, 5000. Also, wenn sie ihn gut zahlen, ist nett für ihn, aber sonst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich relativ schnell einen Verein findet. Ich glaube, Conner ist einer von demselben Beispiel, wie es, glaube ich, die ganze, also ich glaube, alle 5, und so viel kann ich jetzt schon sagen, werden nicht vor Anfang April gesigned werden, wenn nicht sogar noch später. Ich glaube wirklich, dass... Aussuchen wird sich's keiner können. Es wird sich's keiner aussuchen können, genauso ist es. Ich glaube, die werden alle nehmen, was sie kriegen können und wenn die Steelers nett sind, dann resignen sie James Conner einfach nur, weil sie ihn gern haben und weil er wahrscheinlich einen Hometown-Discount nimmt, weil das ist ja, Martin, du hast richtig gesagt, er hat ja dort auch College Ball gespielt, ne? Er war ja bei Pittsburgh, oder? Ja, also von dem her würde mich das nicht wundern, wenn er da nicht vielleicht einen Hometown-Discount macht. Ich glaube, er bleibt bei den Steelers, aber man muss auch eines sagen, ich glaube, James Conner ist nicht schlecht in Pass Protection, weiß ich nicht. Ich glaube zu wissen, dass er das kann. Und dann wird es absolut Sinn machen, dass er vielleicht zu einem jungen Quarterback wie zu den Jets geht. Ja, warum nicht? Aber es wäre kein
Stone Luck Fantasy Football Podcast. Wenn wir nicht auf Platz 3, wen hätten, Stone? Ja, Lenny Fournette muss man natürlich reden. Überhaupt jetzt nach dem Finish ist halt so. Sag einmal du diese Sachen, was du zusammengefasst hast. Ja, alles, was ich, alles, was ich hier nur in dem Sinne gesehen habe, ist einfach nur, er war im Endeffekt, er hat 13 Spiele gemacht. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Als ich mir das alles so ein bisschen angeschaut habe, war ich der Meinung, es wären weniger gewesen. Es waren dann mehr. Er war, hat 3,8 Yards per Attempt gemacht, aber wie ich geschrieben habe, waren Tough Yards, Stony, oder? Ich meine, ja. Immer. Und er ist auch ein wir wissen es, ein harter Runner, aber das, was dieses Jahr halt wirklich auch letztes Jahr schon durchgekommen ist und dieses Jahr wieder, seine Hände sind einfach ein Wahnsinn, er ist im Receiving Game stark, er ist, wenn er am Feld ist, liefert er eigentlich immer. Das Problem ist natürlich, er ist halt auch immer so ein bisschen Hitzkopf, sage ich jetzt einmal so, du kannst es nie wissen und, das hast du selber gesagt, lag aus seiner Spielanlage und seinem Körper. Er ist halt auch immer nahe an einem Hamstring, nahe an einem Ding, das ist halt auch, das schwebt irgendwie immer mit. Das Problem bei Tampa Bay ist natürlich jetzt mit den Super Bowl Memories und mit seinem guten Lauf, den er eben da gehabt hat, überhaupt gegen Ende, plus Tom Brady wird ihm natürlich auch wieder ein bisschen so in die Ohren liegen. Schaut nett aus, aber ich glaube, wenn Lenny Geld verdienen will, muss er wahrscheinlich dort weg. Die Buccaneers haben eben mit ihren Pass-Rushern, mit Godwin, die wollen ganz andere Leute unbedingt zurückholen. Ich glaube fast, dass wenn Lenny das, was er wert ist, eben rund diese, ich sage jetzt eben, diese 8 Millionen da irgendwo bei Eckler, Gordon, in dem Dreh, wenn er das haben will, wird es das nicht in Tampa Bay für ihn geben. Martin, glaubst du, dass Lenny Fournette genug gezeigt hat, um eben schon in dieser ersten, sagen wir mal, Ladung an Running Backs zu sein, die einen Vertrag bekommen? Oder glaubst du, wird es wieder länger dauern? Ich glaube, es sein Playoff-Run im wahrsten Sinne des Wortes hat ihn wahrscheinlich sehr gut getan, dass er eben irgendwie oder dass sein Agent halt eben genauso argumentieren kann. Wie gesagt, ich bin ein sehr großer Leonard Fournette-Fan immer gewesen. Er hat es halt nicht immer zeigen können. Diese 3,8 Yards bei Attempt, die gibt es eigentlich in jedem Jahr. Es ist halt immer so. Es sind Tough Yards. Nein, es sind nicht nur Tough Yards, sondern es ist auch einfach teilweise extrem schlecht. Er findet dann wieder mal das Loch, dann geht es für 70 Yards, dann hat er eben 120 Yards gemacht im Spiel. Aber davor sind so im Durchschnitt 3 Yards gewesen. Das ist ein sehr gefährlicher Typ. Weil du kannst halt eben echt, er kann extrem abstinken im Spiel oder eben komplett durchdrehen. Das ist borderline, sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, ich finde vor allem, was er, die Receiving-Arbeit, die er dann doch auch vor allem in den Playoffs gezeigt hat. Ich glaube, Playoff-Football bleibt uns lange in Erinnerung. Und ich glaube, dass irgendein Team vielleicht dort abdrückt. Ob es dann wirklich so viel Kohle macht, weiß ich nicht. Aber Stony, ich liebe deinen Take. Wohin geht Lenny Fournette? Ihr wisst das, ich wollte schon jeden Quarterback dorthin schicken, jetzt schicke ich Lenny Fournette dorthin. Er ist genau das Package, was die Steelers eben nicht haben. Und er ist nicht Le'Veon Bell, aber er kann fangen, er kann die harten Yards machen, er macht dir dein Running Game und deine Pass Protection. Für welchen Quarterback auch immer, für einen steifen Ben oder für irgendeinen Jungen, auf alle Fälle besser. Und er ist ein Upgrade und du brauchst dann alle drei, die dort herumhopseln, sind nicht Lenny Fournette, beziehungsweise du kannst alle drei in Lenny Fournette reinstecken, plus noch ein bisschen was drauf, wenn du ihn hast. I love the fit. Ich sage dir ganz ehrlich, Sony, ich finde das fantastisch. Ich glaube, ganz ehrlich, nichts spricht, glaube ich, so sehr für Steelers Oldschool-Football wie hart erkämpfte Yards von Lenny Fournette. Love it. Ich glaube, er gepaart vielleicht mit einem guten Third-Down-Back wird einem jeden jungen Quarterback, der vielleicht dort sein kann. Wir haben gehört, die Steelers sind sich aufgrund der Cap-Situation nicht so ganz sicher, ob Ben Roethlisberger zurückkommt. Martin, liebst du den Fit genauso wie wir beide, wie Stony und ich? Ja, schon. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Vor allem bin ich froh, dass du jetzt da nicht die Lions genommen hast, wie eben Bleacher Report, weil da habe ich gestern sehr lachen müssen, dass sie einfach predikten, Leonard Fournette wird ein Detroit Lion. Also Das, was da auch immer so ein Ausschlag ist, er hat jetzt seinen Ring, das klingt so deppert, aber das macht dich ein bisschen. Diese Jagd ist jetzt eher, ohne es ihm unterstellen zu wollen, eher die Dollar. Und deshalb nehme ich nicht jetzt wieder einen Proof-It-Deal in Tampa Bay, hey, ich habe meinen Ring geholt, wenn ich irgendwo vor allem war er schon auch ein wirklich großer Teil davon. Also er war wirklich wichtig dafür, dass ihn geholt haben. Das heißt, er kann nicht einmal sagen, ich war nur Ersatzspieler oder so, sondern er hat wirklich seinen Beitrag geleistet. Und das ist sicher was ihn jetzt dann eben schon, wie das Tony sagt, zur Ruhe bringt. Ja, in entscheidenden Spielen so zu produzieren, bleibt immer in Erinnerung. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich glaube eben, dass genau deswegen Fournette eher früher ist. Also ich glaube, er bekommt sicherlich früher einen Vertrag als Connor.
Ich glaube nicht, dass Drake, weil ich glaube, dass Drake relativ schnell einen Discount nehmen wird und unterschreiben wird. Aber einer, wo ich eben auch glaube, dass es länger dauert, obwohl ich glaube, dass er der bessere Running Back ist, Tony, der ist bei dir auf Platz 2. Wer ist es? Chris Carson. Auf alle Fälle. Ja, sag, du bist dran, ne? Nein, ich bin nicht dran, Sonny. Oh ja, ich bin nicht dran. Und zwar haben wir hier Chris Carson, du hast es eh schon richtig gesagt, Sonny. Im Endeffekt ist es bei Chris Carson so, du hast es gesagt, Sonny, er ist in allen Top 12, also in allen Top 12 Kategorien, die wichtig ist, oder in allen Kategorien, ist er Top 12 seit 2017. Ist eigentlich arg, aber Seattle hat den Platz eigentlich gar nicht, um ihn zu resignen, oder? Genau, um das geht's, Lack. Mit 24 Spielern, die eben jetzt der Undrafted Free Agent sind, oder da wird wahrscheinlich auch wieder die Priorität nicht am Running Back liegen. Plus, die Seahawks haben die letzten Jahre immer Running Backs gepickt, von denen sie in Wirklichkeit noch nicht viel Production gehabt haben. Also du müsstest ja jetzt sagen, so, zeigt uns jetzt, ob ihr das überhaupt seid, sonst haben wir eh sowieso ein Problem oder müssen uns irgendwie einen anderen holen. Plus, und ich sehe das irgendwie als Problem, Hyde war nicht schlecht oder richtig stark eigentlich, überhaupt auch in den Momenten, wo er für ihn dann gespielt hat. Und das macht natürlich Druck, wenn du einen Running Back hast, der eben 26 ist, richtig 4, 5 Jahre richtig, oder 4 Jahre gut performt hat, und er kommt dann, der Hyde, 31, nimmt dann so ein, ja, mit weniger Kohle irgendein Deal, wo du die Deal vergleichen kannst, dann wird es halt schwer oder bringt den Druck auf Carson, dort richtig fett Kohle zu machen. Und ich glaube schon, überhaupt, weil er bis jetzt noch keinen Payday gehabt hat, dass der auch eher das eben sucht, irgendwo bei 6 Mille plus im Jahr zu verdienen. Genau eben in der Riege, mit denen er da eben gedraftet worden ist, mit Mixen, eben Ekelas und so weiter, Gordon. Ich glaube schon, dass die dorthin wollen. Mein Problem ist nur, ich glaube, Chris Carson ist einer der unterschätztesten Spieler aller Zeiten. Niemand bekommt feuchte Hände, wenn er Chris Carson hört, schon gar nicht irgendein GM, und glaube gar nicht, dass irgendein Owner dann auf einmal, wenn er hört, hey, wir haben jetzt Chris Carsons Running Back, sagt, geil. Jersey is gonna sell like, I don't know, cocaine. Wird nicht passieren. In dem Sinne, Martin, ist nicht auch die Verletzungsgeschichte von Chris Carson ein Ding, was einfach für einen Running Back oder gegen einen Running Back spricht? Und obwohl er vom Talent her, und da bin ich beim Stoney, der Zweitplatzierte in der Liste sein muss, ist es doch ein bisschen zu arg, oder? Ich glaube nicht, dass es passiert, oder? Nein, ich glaube, da geht es ja bei ihm auch um den allerersten wirklich großen Vertrag, oder? Ja. Weil er war ja davor, was war er, undrafted? Ich glaube sogar, er war fast undrafted, ja. Und ja, das bedeutet, der wird sich, glaube ich, schon gut aussuchen. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass er wirklich allein nach dem Money geht. Aber glaubst du, dass ihm das jemand gibt? Nein, ich habe gestern schon oder hoffnungsvolle Tweets von Seahawks-Fans bekommen, die eben hoffen, dass die Lions ihn abnehmen und damit die Seahawks ihn eben nicht signen, weil der kostet zu viel Geld und das haben sie nicht, und das spricht eben auch nicht für sich. Ich weiß nicht, ob es ihm irgendwer gibt. Ich glaube schon, dass es so ist, wie du gesagt hast, dass es, dass er bei den GMs jetzt nicht wirklich so der große Bringer ist, der große Name. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe ihn damals, wo nach den Preseason Games, und damals hat es das ja noch gegeben, den habe ich im Fantasy aber geil abgestaubt. Also das war einfach, da hast du gewusst, das ist jetzt genau wieder so eine Russell Wilson Story. Das ist so ein Typ, der irgendwie daherkommt, und auf den bauen sie, auf den setzen sie. Ja, es ist bitter. Ich bin gespannt, wohin das Tony hingibt. Tony, dann der Ball liegt bei dir. Wohin kommt er? Destination Atlanta. Let's go. Hill, Gurley, beide. Hidden Free Agent, beide weg. Gurley wird nicht mehr gesandt. Bisschen Problem bei den Falcons ist, glaube ich, auch die Cap-Situation. Aber ich sehe Carson genauso dort. Er kann auch wieder. Er kann Tony, alles. Ich darf dich kurz unterbrechen. Du musst deine Kamera kurz ein- und ausschalten, weil du bist in einem wunderbaren Moment hängen geblieben. Sehr schön, wirklich sehr schön. Also kommt jetzt nochmal rein, vielleicht kommt er nochmal rein. Also ja, ich glaube, Chris Carson bei Atlanta finde ich ein bisschen arg. Ich weiß nicht, ob das wirklich so funktionieren kann. Ich glaube einfach nur, dass Atlanta vielleicht wirklich bei einer Running Back Position nicht noch einmal in diesen Free Agent Pool reingreift. Glaube ich auch nicht. Und ich habe auch eben gelesen, ich glaube nicht, dass sie dort eben die Kassen leeren. Aber eben sie sind wenigstens die offensichtlich und wirklich sagen, wir suchen einen Running Back. Das ist ja das Nächste. Es gibt ja fast kein Team, die so offen und ehrlich zugeben, Running Backs ist das, was wir in Wirklichkeit jetzt forcieren. Aber da könnte es natürlich sein, dass die Falcons auch im Draft ein bisschen herumschnüffeln, weil sie eben ja nicht jetzt so dieses Need haben, irgendeinen jungen Franchise-Quarterback zu schützen mit irgendeinen erfahrenen Typen. Ich glaube aber doch, dass sie wenigstens welche sind, die eben mit Gurley und mit diesen Jacksons und mit den Freemans, sie suchen eben diesen
weißt du, diesen kompletten Bag, der irgendwie alles kann. Und das könnte Chris Carson für sie bedienen. Martin, was sagst du zum Atlanta Fit für Chris Carson? Ja, eigentlich wenig, um ehrlich zu sein. Ey, die haben einen neuen General Manager. Ich weiß jetzt nicht, ob die gleichen Sachen so angehen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Ich muss dazu sagen, weil ihr, also, es tut mir leid, einmal geht's noch. Einmal noch die Detroit alle Lions. Alle guten Dinge sind drei. Einmal noch die Detroit Lions Content. Oder in unserem Fall sind alle guten Dinge 30, also let's go. Genau. Anthony Lynn hat auch schon angekündigt, er will neben, also zu DeAndre Swift schon noch zustellen. Also es kann schon sein, dass wirklich so ein Big Boy daherkommt. Also so ein Lenny. Bei Chris Carson, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Atlanta. Ist der Gurley wirklich schon wieder Free Agent, oder was? Naja, also die Frage ist, ob sein Knie nicht schon Free Agent ist oder schon letztes Jahr. Aber er ist es auch eben wieder. Der ist nicht in eine Top 5 drin. Nein, um Gottes Willen, das kannst du nicht bringen. Das kannst nein, ich bringen. Die können wir dann nachher besprechen, diese ganze Gruppe, aber die sind ja alle Prove-It-Deals. Der kriegt ja nicht mehr. Ja, die kommen. Ich glaube auch, dass Chris Carson, ehrlich, überhaupt über die nächsten 3 Jahre natürlich die bessere oder größere Aussicht hat als eben ein Gurley und diese Konsorten, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Ich glaube auch, ich glaube, dass Carson gerne Kohle hätte, aber ich glaube nicht, dass er sie kriegt. Weil vor allem, ich glaube, seine Verletzungsgeschichte macht vielen Teams Angst. Ich glaube nicht, dass vor allem zum Beispiel Atlanta sich noch einmal sowas antun will mit einem Typen, der einfach nicht konstant fit bleiben kann, auch wenn er ein toller Running Back ist. Ich mag ihn sehr. Aber wir werden schauen. In der Zeit eben, seit 2017 zum Beispiel, mehr Spiele als Lenny hat. Ja eben, das ist doch eigentlich eine extrem bittere Karriere, oder? Der macht es eigentlich echt geil. Er spielt, liefert ab, wenn er am Feld steht, aber ist entweder dann verletzt oder kriegt keine Kohle. Also, aber, oder halt verhältnismäßig wenig Kohle. Aber Martin, die Karriere von all diesen Running Backs ist traurig. Wenn wir uns anschauen zu unserem Kandidaten Nummer 1, und ich glaube, das ist keine Überraschung, das ist natürlich Aaron Jones, muss man sagen, da sieht man, wie traurig eigentlich eine Running Back-Karriere in der NFL ist. Und wie ich diese Stats rausgesucht habe, war es wirklich, das ist der Aber dann bitte, Stoney, dann gib it to us. Aaron Jones ist wirklich seit 2017 erst mit einer der besten Running Backs, über den wenig Leute sprechen und der, was wirklich auch nicht respektiert wird in Sachen Geld oder es wird nicht honoriert. Seit 2017, 3.364 Rushing Yards, das ist der siebtbeste Wert. 5,2 Yards per Average ist der zweitbeste Wert, mehr als Henry hat. Und 37 Touchdowns ist der viertbeste Wert. Dieser Typ ist komplett irre. Und was hat er? In Career Earnings 4 Millionen. Leute wie Kenyon Barner, Peyton Barber, Amir Abdullah haben alle mehr Geld verdient, weit mehr Geld verdient als Aaron Jones. Das ist nicht normal. Das ist komplett irre. Und das hat auch nichts mehr mit irgendetwas zu tun, was in der Welt eine Relation oder als Relation gesehen wird. Dazu kommt aber, er hat ein Top-5-Angebot anscheinend von den Packers bekommen oder am Tisch liegen gehabt, also in der Riege Zeke, Henry, Cook, Kamara, und hat es abgelehnt, weil die garantierte Summe ihm nicht gepasst hat oder vielleicht auch den Agent nicht gepasst hat. Ja, da lag, wir wissen es, du sagst es seit Wochen, die Packers, glaube ich, haben auch ein Riesen-Cap-Problem. Ja, haben sie. Für mich wäre es ganz ehrlich das Beste, wenn er resignen würde, aber das werden sie nicht machen, weil er will jetzt wirklich die Kohle haben und er verdient sich auch das Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist für mich ein Back. Gib ihm 3 Jahre, gib ihm frontloaded 20 Mille, 12 und 8 oder was weiß der irgendwie, aber er hat sich das wirklich verdient und du müsstest ihm, glaube ich, auch das zahlen und er wird das forcieren am Free Agent Markt. Ich bin vollkommen mit dir, Stoney. Und als Packers-Fan muss ich mich da jetzt vordrängen von Martin. Aber es ist natürlich wirklich so. Wenn du dir die Zahlen anschaust, ist es ein Wahnsinn. Wenn du dir angeschaut hast, was dieses Team überhaupt als ein Ganzes gemacht hat, als zum Beispiel Devante Adams letztes Jahr out war, es war fantastisch. Es war hervorragend, wie gut Aaron Jones da war, vor allem auch als Receiving Back. Er kann alles. Er ist ein Three-Down-Back. Gib ihm diese Rolle und er wird performen noch und nöcher. Das ist schade, dass man das nicht macht. Es ist schade und die Packers können sich den nur nicht leisten. Und wahrscheinlich, dass sie überhaupt daran denken können, sich ihn doch noch zu leisten. Das geht nur deswegen, weil es die Runningback-Position ist. Im Normalfall, wenn das eine faire Position wäre, wenn es fair bezahlt worden wäre, hättest du ihn entweder schon längst unterschrieben, weil er so wichtig ist, weil er es auch ist, meiner Meinung nach. Stimmt. Aber weil er einfach wahrscheinlich leichter zu ersetzen ist in der NFL. Martin, ist es doch nicht einfach so, dass du zum Beispiel einfach einem Aaron Jones niemals diese Kohle gibst, die er sich eigentlich verdient, weil einfach jeder glaubt, dass er Running Backs ersetzen kann
obwohl doch Aaron Jones eigentlich in einer Liga ist, wo man sagen kann, das ist, du kannst ihn nicht einfach mit irgendeinem 0815 Rookie ersetzen, oder? Was ist deine Meinung zu Aaron Jones? Ja, das ist natürlich ein richtiger, es ist eine Konfessionsfrage. Entweder du stehst auf dich selber als Trainer und sagst, es ist mir vollkommen egal, welchen Hansli da den Ball übergeben oder mit dem laufen lässt, dann zahle ich natürlich nie jemanden und sonst umgekehrt halt schon. Ich glaube, das Einzige, was so Running Backs generell retten kann, ist die Cap-Situation generell, dass die ein bisschen erhöht wird jedes Jahr. Das ist wichtig, ja. Das heißt, dass man da die ganzen, dass man diese Verträge dann leichter schlucken können. Aber ich bin ja sehr schwierig, gell? Dieses diese schwierig. Ja, klar, das wird nicht einfach. Das Covid-Zeug hat natürlich auch das sehr stark beeinträchtigt. Mhm. Ich bin gespannt, wo das Toni hin tut. Ich habe ja ganz klar eine Wunschdestination für ihn. Ganz klar. Lions. Nein. Dallas Cowboys natürlich, weil Mike McCarthy funktioniert perfekt mit ihm. Die wissen auch, wie man Running Backs zahlt. Also da wird er auch gut verdienen. Das wäre absolut perfekt. Ich wünsche ihm wirklich, dass er nach Texas kommt. Bevor wir das revealen, möchte ich kurz nochmal den Chat aufstellen. Die Stone Lagami hat in der Zwischenzeit, wo wir über Running Backs reden, natürlich das gemacht, was eine Stone Lagami macht. Ein komplettes Konzept zusammengeschrieben für eine Airline. Also es ist wirklich mittlerweile ein Wahnsinn. DJ, wie der Dr. Gary teilt aus die Stützstrümpfe und gibt Thrombosespritzen. Dann haben wir jetzt natürlich auch schon gesagt, Kaffee ist natürlich der Fleet-Kaffee vom Arbeitskollegen. Also das ist alles schon komplett, ist schon in Dach und Fach. Taugt man sehr. Und ja, und auch darauf muss ich eingehen von Johnny Football, der schreibt hier natürlich auch, Dylan hat gut ausgesehen. Ja, das stimmt. Und du hast ihn auch in der zweiten Runde geholt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es vielleicht kein verschenkter Pick war, weil du im Endeffekt wahrscheinlich vielleicht einen guten Running Back hast für dieses Spielsystem. Ich glaube nicht, dass er bleibt. Es würde mich extrem freuen, wenn er bleibt. Aber wenn er nicht bleibt, dann ist es genau der Verein, wo ich ihn sehen will oder die Franchise, wo ich ihn sehen will. Stoney, bitte. Daunenjacke und alle Wintersachen bleiben in Green Bay, Badehose raus, let's go back to dort, wo es warm ist, Miami. Und deshalb, ja, genau aus dem Grund, was wir vorher gesagt haben, sie wollen jetzt Tour probieren, ist er der Franchise-Quarterback oder nicht? Und was brauchst du dann? Einen Running Back, der alles kann, was wir jetzt gesagt haben, und der dich auch schützt. Das kann kein Rookie machen und meinen Quarterback dort wegen irgendeinem versäumten Blocking-Scheme opfer ich den dann mit 25 Kreuzbandrisse. Da brauche ich einen Typen, der es auch kann, der es gespielt hat, der seit Jahren unter Anführungszeichen auf dem Level, weil er ist auch ein wirklich guter Pass-Protector, er ist ein guter Blocker, Aaron Jones, und die Miami Dolphins haben eine Top-O-Line, da kann er auch genauso wieder daraus irgendwas kreieren, wie bei den Packers, und sie haben auch die Kohle. Sie hätten die Möglichkeit, ihn zu signen, und ich sehe ihn dort wirklich, ich sehe ihn bei Miami, welcome oder let's go Dolphins, ihr habt dann top, nicht nur ein Franchise-Quarterback, auch ein Franchise-Running-Back, den kann man auch für 3 Jahre, let's go, und er hat sich's verdient, dass er Kohle macht. Was mir so gut gefällt an der Situation ist, wir haben ja letztes Jahr vor allem die Dolphins dafür gelobt, dass sie, wenn sie einen Running-Back haben, dass sie ihm die Schlüssel geben, da hast und bitte fahr damit. Egal, ob es dann war Salvan Ahmed, ob es dann war, der Miles Gaskin, es war wurscht wer, er war im Endeffekt ein Featureback, ja, und das wäre doch toll für Aaron Jones. Aber Martin, spricht nicht das eigentlich genau dagegen, dass man viel investiert in Aaron Jones, wenn man ja gesehen hat, dass man eigentlich mit Salvan Ahmed und mit solchen Typen wie Gaskin schon gut fährt? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte wirklich keine Ahnung. Ich gehe immer noch irgendwie davon aus, dass er irgendwie bleiben darf in Green Bay. Aber wie gesagt, wenn die Dolphins wirklich, also wenn sie das machen wollen, ich finde nicht, dass die Dolphins ein Team sind, die unbedingt jetzt auf der Running Back Position so viel Geld in die Hand nehmen müssen, um sich eklatant zu verstärken. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, du kannst dich im Draft eben genau. Ich glaube, die haben ja 5 Picks in die ersten 80 oder so. In der zweiten Runde durch 5 Picks. Ja, bitten sie sich all diese Assets holen, die ihnen wirklich fehlen, aber eben den Running Back, der eben kommt und am Feld stehen kann und eben Tour entlastet durch, weiß ich nicht was, das ist genau er. Und das ist für mich ein Veteran und kein Rookie. Deshalb, ich sehe die Dolphins irgendwie nicht, einen Rookie-Running Back zum Holen. Die holen sich wahrscheinlich alles andere und hauen wahrscheinlich ein bisschen Marie eben in Aaron Jones. Und du fährst gut mit Ahmed oder also, mit... Aber du fährst sehr gut oder sehr schnell mit Aaron Jones. Da bin ich bei dir. Ich fand es vor allem in der Red Zone letztes Jahr teilweise erschreckend, wie schlecht Gaskin war oder Salvan Ahmed. Da waren wirklich Red Zone technisch was ganz, ganz schlimm. Und da hilft dir
Vielleicht gibt es in der Red Zone keinen besseren Running Back als Aaron Jones. Würde ich jetzt einmal fast sagen. Das würde ihnen sicher helfen. Die Frage wird sein, wie viel Kohle musst du in die Hand nehmen? Ich glaube gar nicht, dass es so viel sein muss. Allerdings darf man nie bei ihm vergessen, dass er in einer Franchise spielt mit einer Defense von Detroit und von Minnesota. Das heißt, wenn du 3700 Yards in 3 Jahren gemacht hast, dann kannst du mal ungefähr 1200 wegtun, weil er 2 Spiele gegen die 2 Mannschaften gemacht hat. Das ist richtig. Gegen die Lions, ich glaube, er hat 240 Yards gemacht oder so. Das stimmt ja. Aber es ist halt unfair zu sagen, weil andere haben auch gegen irgendwem halt viele Yards gemacht und er hat ja dann die Bears Defense auch, die ja ziemlich solide ist. Genau. Ja, ich sag nur, es hat immer alles so seine Sachen. Also, ich glaube, es hat alles seine Sachen, nur wenn du machst die 4 meisten Touchdowns in den letzten 4 Jahren. Ja, das ist fantastisch. Ich bin da beim Lucky. Ich glaube, dass er wirklich in der Endzone oder in der Red Zone einfach jetzt wirklich, du wärst selten an. Der das besser macht. Ich glaube, wenn er Wide Receiver wäre, würde mehr Kohle kriegen. Und wenn er, also es ist so, und er ist auch ein sehr, sehr guter Receiver. Also da gibt es ja wirklich Highlight-Catches, die er gemacht hat. Das ist wirklich fantastisch und es ist einfach schade. Und andererseits muss man sagen, er hat diese Zahlen trotz Mike McCarthy auch gemacht. Das muss man auch wieder sehen. Ja, also das ist dann. Also musst du die 1200 wieder draufzählen eigentlich. Genau, oder? Die muss man dann wieder draufzählen und passt eh alles so, wie es ist. Ganz genau. Ich möchte kurz auf den Chat eingehen und zwar, Ruffneck hat geschrieben, Martin, das müsstest du vielleicht wissen, ist die Situation denn mit dem Cap nicht eigentlich einfacher, weil es einen neuen TV-Deal geben wird und die Rechte neu vergeben werden? Oder ist es wegen weniger? Ich glaube auch, dass es wegen Covid egal ist eigentlich, weil die TV-Rechte spielen da sicher mit, aber dir fällt ja trotzdem ein Haufen Kohle wegen den Tickets. Ja. Ich glaube, es ist jedes Jahr jetzt in etwa gestiegen um die Summe, wo es dieses Jahr sogar reduziert wird. Ich glaube, wir sind dann irgendwo wieder bei 190 Millionen und das ist auch, was die ganzen Teams unter Druck bringt, die jetzt schon mit dem, natürlich immer, negatives Cap ist immer scheiße, aber genau das bringt eben diese ganzen eben Seahawks und auch die Packers und so weiter so unter Druck, dass sie eben wirklich überlegen, viele Leute gehen zu lassen. Das machst du ja normalerweise auch nicht. Ne? Ja. Das ist ja genau dasselbe bei Tampa. Die haben jetzt eine gute Situation, aber haben so viele richtig gute Leute, die jetzt Cash haben wollen. Aber das ist das Ding, Stoney. Erstens einmal ist das, das ist immer eine Zweiklassengeschäft. Das ist Tampa Bay in Florida. Steuerrechtlich ein Paradies. Und du spielst mit Tom Brady. Kommt auch jetzt aus dem Chat raus. Hey, warum geht Jones nicht zu Tampa Bay? Warum nicht? Ja, aber die haben, weißt du, was dort geht? Die haben genau gesehen, wir können einen Lenny Fournette 2 Millionen für ein Jahr zahlen und es funktioniert. Die haben dort Rojo. Die holen sich einen, der mit Rojo in der Rotation ist. Die dürfen nicht anfangen, zahlen jetzt. Das machen sie nicht. Sie nie tun. Weißt du, was die machen werden? Die holen sich einen Le'Veon Bell für 2 Mille, die holen sich einen Todd Gurley für 2 Mille, der in der Rotation mit Rojo dort herumhopselt. Und deshalb zahlen sie eben auch nicht Fournette das, was er will und deshalb ist er dort auch weg. Ja, wir werden sehen. Im Endeffekt, es kommen doch, JetSweep schreibt auch übrigens, dass es überlegt wird, das Cap von 2023 nach 2022 vorzuziehen, wenn ein neuer TV-Vertrag kommt, damit es nicht zu zäh ist. Ich glaube grundsätzlich, dass die NFL sich beim Cap mehr rauslehnen darf, auch wenn die Zuschauer nicht da sind. Es ist die NFL. Werden, wenn der Game Pass auf einmal doppelt so teuer ist, sag mir, du wirst es nicht zahlen. Ein Junkie zahlt auch das Doppelte für seinen Stoff. Wieso? Da macht man immer einen Ausflug nach Brasilien, oder? Eben, ja. Das sind also, wie gesagt, die 5 Top-Runningbacks vom Stone. Das ist Kenyon Drake, der bleibt bei den Cardinals in seiner Meinung. James Conner geht zu den Jets. Lenny Fournette ist ein Steeler und Chris Carson ein Falcon. Und leider Aaron Jones geht zu den Dolphins. Wir gehen kurz rüber. Denn das war eigentlich auch schon die 233. Episode vom Stone Luck Fantasy Football Podcast. Wir bleiben jetzt noch online, weil wir wollen gemeinsam Hockey schauen. Und, Stoney, unser Kollege der Martin Senfter hat nämlich auch einen anderen Podcast noch. Ne? Also was ist denn das alles? Erzähl uns das einmal. Ich weiß nicht, es geht irgendwie um Musik. Er sitzt dort mit dem Joe und sie reden dort Woche für Woche über ein Album ihrer Wahl. Diese Woche haben aber wir die Chance, sich da ein bisschen einzumischen. Es gibt Abstimmungen, glaube ich, auf allen Social-Media-Plattformen. Ja. Beeinflusst ein bisschen, was die zwei hören sollen, weil wenn sie sich immer selber ihre Sachen aussuchen, dann ist ja leicht. Jetzt legen wir ihnen einmal was vor, was wir wollen, was auseinandergenommen wird. Und Luck, ich glaube, heute ist ja eine Diskussion aufgegangen wegen Rock oder nicht Rock. Ja. Und ich glaube fast wirklich, diese Diskussion, weil Musiksachen ja immer müßig sind, ja, und wir ja sonst nur als ja irgendwie Gradmesser @Dauerschleife herziehen können, den Podcast von und mit Martin Senfter. Ja. Glaube ich, ist es Zeit für The Great One
die 5 overrated Rockbands zu nennen. Sehr gerne, Stony. Soll ich gleich mit Nummer 5 beginnen oder möchtest du mich vielleicht nochmal ankündigen? Come on. Number 5, overrated Rockband. Warte, Stony, das braucht den Marsch, Warte. Ich habe Angst. So, hörst du's? Let's go. Ich hör's. Also, dass jede Diskussion sinnlos ist über Musik, ist sowieso klar, aber jetzt wird sie beendet. Nummer 5, overrated Rockband, according to the great one, Alex Underland Lucky ist... Natürlich die Sex Pistols, ein cooler Name, aber keiner kann mir einen Song nennen von ihnen. Alter, ich geh leg aus. So, Nummer 4, most overrated Rock, was immer auch Rock ist, Rockband, according to the greatest great one ist... Weezer, Island in the Sun und nicht mehr. Nummer 3, Stockerplatz für most overrated Rockband, Rock'n'Roll, according to the greatest great one, ist... Led Zeppelin, ähnlich wie der Zeppelin in echte Hindenburg. Eine Absturzgefahr, sobald du auf Play drückst. Nummer 2, most overrated Rockband, according to the great one, Alex Underland Lucky, ist... Rolling Stones, can't get no satisfaction, I had enough. Buh. Ich glaube, Lack, jetzt hast du ein bisschen irgendwas aufgetan. Aber wartet, weil Nummer 1 braucht natürlich immer wieder. Achtung, pass auf. Achtung. Jetzt muss ich wieder. Braucht man da nicht mehr sicher. Warte, lauter. Okay. Aha, was ist da? Nummer 1, most overrated Rockband, according to the great one, Alex Underland Lucky. Und damit ewig für ewig und immer die Diskussion beendet, ob man überhaupt Rock hört oder nicht ist. Aerosmith, was für eine abgefuckte Scheiße. Die hatten nur das Armageddon-Lied und ansonsten einen Typen, der sich schminkt. That's all. I still miss a thing. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns und sehen uns nächsten Montag mit natürlich den Top Free Agent Wide Receivers. Und da geht's wirklich rund. Ich glaube, wir haben 100.000 Top Wide Receiver und da wird schon mal schwer, dass wir die Top 5 nennen. Bis nächste Woche. Martin ist da. Luck wird wieder da sein. Ich werde wieder da sein. Peace.